Herzlich willkommen zu Let's Play Devil Edition. Das jetzt ganz kurz Erklärung. Das kann jetzt laut werden. Ich kann den Soundstellung nicht ändern. Bescheid meint. Ich drücke jetzt mal Enter. Und die. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits Scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei Keine einem Züge, die Brücken sind sammeln. Gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte Mehr Gefahr. Tote als durch AIDS Dass oder es Ebola. Nicht genügend Impfstoff da gibt, muss um alle... Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Wir erwarten eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch... Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Also, wir kommen jetzt bei Division. Jetzt kommen wir zur Karte. Auf dem Müll einstellen, weil habe ich mit der alten kurz ausgetestet. Wir aktivieren den Wind nicht vorne. Vielleicht kann ich ihn nicht einstellen. Nein, verdammt. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Weil ich was freigeschaltet habe. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung.
Jetzt kann ich eigentlich die Einstellung machen. Gott verdammt. Alter. Ich stelle ein bisschen Sound runter. So, ein bisschen runterregelt haben. Abteil. Erstmal nicht. Telefon habe ich extra mal ausgestellt. Ein P-Telefonier. Der Aufschlüsselung hat er noch gespeichert. Ah, ich weiß. Ah, ist niedrig. Ich fand das ein bisschen durch Schatten. Ich kann ein bisschen hier. Ach, der Gott. Also Licht. Nochmal einstellen, das ist, hat das alte Einstellung übernommen, deswegen. Was, 100? Ein bisschen an. Schatten mache ich nicht. Es wird jetzt so kurz geändert, das dauert jetzt ein paar Minuten, bitte nicht Spiel abschmieren. Scheint so, ist mein Spiel jetzt erstmal wie abgeschmiert. Warte ganz kurz, ob das was geladen wird. Will ich jetzt. Wird nächstes Programm gestartet dann. Video für uns zu binden. Ratte. So. Mach ich ein bisschen. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Runter. Wenn es zu laut ist, bitte Bescheid sagen. Muss ich wieder runter. Egal, muss ich bei dieser Spielstadt oder wie einstellen.
Betreten eines sicheren Bereichs. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. So meine Fähigkeit sicher. Ja, bla bla bla. Hier stehen jetzt ein Fähigkeit zur Verfügung. Fähigkeit erweitern die Werkzeugkasten. Oh, tatsächlich okay. Machen wir den hier. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Hey, hast du Geld? Ha? Was ist das für eine Uhr? Ich habe einen Gegner. Das war fantastisch. Vermisste Vorratskiste geortet. Zaun klettern. Das sieht richtig aus, die Grafik. Markierte Position in der Nähe. Komm schon. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Durch Hus, aber ich bin noch ein bisschen erkältet. Jetzt plündern. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen.
warte ganz kurz. Ach, da ist immer noch was. Hier. Ah. Uäh. Nein. So, noch drei neue Objekte. Neue Rüstung. Ich kann jetzt mit Controller noch zocken. Mach ich aber nicht. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Mach ich. Der erste. Und das kleine Info, es wird jetzt auch vorher hier auf die neue Grafikkarte. Hier bin ich jetzt neue Grafik. Ein paar neue Spiele habe ich jetzt wieder aufrechnen. Nicht neu. Überspringen. Mach die Tür zu. Ich flehe Sie an, bitte! Vermisste Vorratskiste geortet. Das Begrüßungskomitee! Wo sind die verdammten Virostatika? Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Oh, ich habe einen Alarmbug gefunden. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Was passiert hier denn hin, Mann? Die Schussbahn ist frei. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Agent. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Kurz neue Rüstung anlegen. Und jetzt kleine Schwäche, ich habe jetzt auch die Datengröße auch jetzt in der Spielbeschreibung rein. Dann wisst ihr, wie viel Speicher ich brauche. Als kleines Experiment. Ach, geh's, Granate, oder?
Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Es gibt Besseres. Schon wieder, das Quest ist jetzt gerade jetzt ernsthaft verbuggt. Das teile ich immer wieder ein. Mach das schon mal aus, vielleicht hilft das. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Das hat das. Okay, das Problem hat sich jetzt behoben. Auch geht auch so. Demi-Bug, das hat uns ein bisschen aufgehalten. Er ist jetzt weg. Wie gesagt, ich schreibe die Datengröße von das Video hier jetzt auch in die Beschreibung. Als kleine. Mal gucken, wie viel Datengröße zusammen mache. Ich lösche auch die Folgen nach und nach. Ja, von der Festplatte. Glauben wiedergegeben. Schrecklich! Das war eine neue Rüstung. Selbe. Ich habe neue Hände. Die Berichterstattung. Updates rauskommt, aber kam schon, ich weiß nicht. Ich habe mir keine Updates runtergeladen, deswegen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich mache die Türen so, weil er auch mit dem Volk. Sie sollten helfen, nicht alles schlimmer machen. Hier gerade war.
Nacht ist. Muss mehr Grafikkarten. Ich habe hier ein Teil, das nach Ihnen ruft. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Ja, klar, können wir machen. Einmal dahin laufen. Langsam laufen, dann kommen wir in die Grafik. An meine Grafikkarte. Nein. Hat die auch hier. Hier ist der nächste. Nächste Folge, das war's für heute. Nächste Folge kommt die Hauptmission, der erste. Ich nehme jetzt spät abends auf, deswegen mache ich jetzt lieber Feierabend. Ich sag bis nächste Mal. Nee, nicht mal. Bis nächste Folge von The Vision. Ich sag extra nicht vorhin. Bestenchen. Haut's rein. Und apropos, ich habe die Datengröße auch dahin geschrieben. Versuche ich. Bis dann, Tschüss.